Willkommen zurück bei Lost in Random. In der letzten Folge haben wir ein bisschen Bericht erstattet bei Tutsi Tea Time, Teestund. Und jetzt wollen wir mal eben zum Grafen zurück und ihm sein so geliebtes Plüschtier wiederbringen. Oh, da oben ist noch eine Vase. Da hinten auch. Ja, es scheint also wirklich so zu sein, was ich ja schon mehrmals vermutet hatte, dass die Vasen sich erneuern, wenn man neu lädt. Ja, Schmu, genau. Schmu der Dritte. Oh, Schmu, you're back! You lovable little scamp! I should scold you. You had me worried to death! Oh, but I can't stay mad at that face. By the card makers, Count Schmu the Third, you're back home with Daddy. You've done good here today, noble child. You've returned my Schmu to me, which is just about the exact opposite of assassinating me. I'm forever in your debt. And now let me give you this finger. It's yours. I hope that, with it, you can uncover the truth of my father's murder. Ja, das hoffen wir auch. Woher genau stammt dieser Finger eigentlich? Nicht fragen, einfach mitnehmen. The crime scene. One of my servants found it there. It's been long since replaced by a battlefield, but go on. Take it. Carry it with pride. Ja, mein Finger. Sieht super aus. Genau, da war das Nostalgium. Na, schieße jetzt auch. Ja, eigentlich ist es ja so ein bisschen geschummelt, wenn man sich, das war gar keiner, wenn man neu lädt und dann die ganzen Dinger, die man eigentlich schon gesammelt hat, nochmal sammeln kann. Hm. Ich finde es etwas beunruhigend, wenn es hier ständig rumst. You don't fit in here, my dear. Oh, I most certainly will not. Anything to break up the tedium of war and these endless parties. Why, you may be our only hope, dear. My brother, Arthur. You remind me of him. He was a soldier, and I see the same determination in your eyes, child. Ah, I do wonder what's become of him. Hmm, den kennen wir doch. Well, dear, aren't you a ray of sunshine on a rainy day? My only brother, still out there? Thank you. You've raised this old fool's spirits. Ja, der Schrecken des Krieges. Eine Zeitfalle. Okay. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht benutzt. Könnte man mal benutzen. Wird mir nicht einfach gemacht.
So. Ja, wir könnten dem Grafen, hoppla, eigentlich schon direkt sein Bildchen geben. Machen wir das nochmal. Oh, is that what I think it is? Yes, yes, this is the piece. And don't I look dashing? It was my pre-wig period, mind you. But I... Well, wait a minute. We're all sitting in his lap. But that means Daddy loved us all equally? Tja. Ah, well, I suppose I did. Even if the painting was a disappointment. Here, have this worthless thing. Worth a fortune to a commoner like you, and I'll hardly notice its absence. And don't let anyone say the nobility isn't as kind as it is cake-filled. With a memento of the Duke in her hands, even... Ach, wir haben das ganze Bild bekommen dafür, okay? Ben was one step closer to being able to trigger Nishka's memories of that fateful night. Ja, mit denen hatten wir ja schon gesprochen. Die haben uns die Windim-Regeln etwas näher gebracht. Bügel der wilden Karten. Und Gebiet der Baroness. Naja, okay. Ach, wir müssen würfeln. Sonst verschwindet der ja nicht. Das sollten wir wohl hinbekommen. Auf die Plätze, fertig. Würfeln. So. Weitere Bereiche sind freigeschaltet oder auch nicht. Ich dachte, der wäre jetzt gerade weggegangen. War es wohl jemand anders? Sollten wir vielleicht nochmal gucken? Jawohl, wir könnten mit dem sprechen, dass der uns wieder zum Schwert zurückbringt, also zur Schwertbrücke zurückbringt. Vielleicht kommen wir von da aus leichter weiter. Keine Ahnung. Hier ging es ja auch weiter. Hier standen ja eben auch noch diese beiden. An diesem Punkt kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Wenn die Dex ist hier. Alte Verlies, Gebiet der Baroness. Denn da. Ah, siehst du mal, jetzt ist hier frei, nämlich. Hier war nämlich der Graf Schmuh der Dritte zu finden. Er war keines von diesen Zwillingen, also Drillingen. Wir suchen ja noch einen. Oder wir suchen zwei von den Drillingen, nicht die Könige, sondern Kinder. Und einer soll sich unter der Erde verbergen und einer soll sich in einer Teekanne verbergen.
Und ich meine, unter der Erde, das ist doch unter der Erde. Unter der Erde geht ja fast gar nicht mehr. Hm. Na, schauen wir mal. Pünktchen möchte sich einen Namen machen. Naja, okay. Sehr gerne sogar. Uha. Das finde ich am besten. Also ich kann nicht wirklich sagen, ich meine, mit der Baroness haben wir bis jetzt noch nicht gesprochen, aber so richtig fundiert ist da nichts, was diese beiden Herrschaften hier gezaubert haben. Beide streiten ab, den König ermordet zu haben. Beide sind davon überzeugt, dass sie im Recht sind. Naja, und ich denke mal, dass bei der Baroness nicht anders sein wird. Ich würde ihm vorschlagen, wenn er schon kämpfen will, dann sollte er für das kämpfen, was ihm selbst wichtig ist. Ja, irgendwie hat er nicht darauf geantwortet. Oder ich habe tatsächlich ein Doppel. Ah. Ja, irgendwie scheint hier die Sprachausgabe von Pip zu fehlen. Ich weiß nicht, was Pip gesagt hätte. Oder ich führe tatsächlich gerade einen Monolog. Kämpfe für niemanden. Ne, für niemanden kämpfe ist auch doof. Ja, Pip. Mach's gut. Mach was draus. Bis zum nächsten Mal. Wollen wir mal hoffen, dass Pip was aus seinem Leben macht und es nicht sinnlos in diesem womöglich sogar sinnlosen Krieg zu verschwenden. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er irgendwie den Weg zu dieser Teekanne freigibt und wir dort einen der Drillinge finden könnten.
Da hat einer Schluck auf, würde ich sagen. I'm fine. I'm gonna die in battle soon. And I did feel bad about it. But now I feel fine about it. Das klingt tatsächlich sehr düster. I can see fine, kid. You need to stop bothering strangers, kid. Now, shoot. Ja, der möchte unseren Rat wohl eher nicht. Gut, aber auch hier keine Drillinge in Sicht. Dann werden wir uns auf diesem Wege wahrscheinlich mal in das Gebiet der Baroness begeben. Oh mein Gott, was ist denn das? Many decks. Been dealt a bad hand, have you? Oh, never mind. Trade it in for a new one with me. Old Many Decks. Verdammt. Da ist doch ein Kind. Komm ich da hin? Und ich muss mich erst in diesem Bereich würfeln. Many Decks. Brauchen wir Karten? Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Eine weitere Märchenbuchseite. Das finden wir gut. Ronny Radau. Der Name ist Programm. Na, sprechen wir mal mit Ronny. Welcome to Warriors Training! Way better than that calm breathing, fella! Let's begin by chugging a pint of Zupa Juice! Ich weiß nicht, was Super Saft ist. No! No hesitation! That is not the Warriors way! Now for axe training! Swing wide! Imagine you're chopping down a tree! Imagine you're chopping down an enemy! Imagine you're chopping down a friend! You just murdered your friend with an axe! You're a warrior! Weiß ich nicht. And I think you should warrior harder! Now we're working on our battle cries! We need to scream so that our enemies know that we're here! So they can be afraid and they die of fear. Can you scream hard enough to make strangers die? Ich glaube nicht. Incorrect. Warriors scream and they cry and they make it useful in statecraft. Finally, let's focus on our motivation. Do warriors need motivation? No. Motivation is for actors, but they do need battle zone inspirations. So think of who you're fighting for. Is it glory? No. Is it one of the triplets? No. You're fighting for war, because war needs warriors, and warriors need war. So every war you war yourself into is a new war for warriors. Have I said war enough that the word war no longer has any war meaning? Ich glaube ja.
stars work out! Super. Ich glaube, wir gehen mal weiter. Hügel der wilden Karten. Das sieht mir doch ganz verdächtig so aus, als wenn hier gleich wieder gekämpft wird. Also wir haben schon mal einen Indiz, dass auf der Rückseite dieses Etablissement, da hinten hinter diesem Wächter, da steht ein Kind mit einem grünen Fragezeichen. Das könnte eines unserer vermissten Kinder sein. Aber der wird sich wohl erst aus dem Weg räumen, wenn wir bei der Baroness waren und dort... und dort gewürfelt haben. Ist sie das da oben? Womöglich, ha? Huh? Naja. Wir machen hier eine kleine Pause. Und in der nächsten Folge stürzen wir uns in die Schlacht direkt vor uns. Und ihr seid hoffentlich mit dabei. Bis dann. Ciao.